Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ich möchte ganz herzlich alle begrüßen, die ihr euch aufgemacht habt zu unserem wunderschönen Ostersonnengottesdienst. Er ist auferstanden. Ja, das Kreuz ist leer. Wie gut. Wie gut, dass das Kreuz leer ist. Und wie gut, dass er auferstanden ist, damit wir leben. Wir leben, weil Jesus es für uns getan hat. Das Osterfest ist für mich so eine wahre Freude in meinem Herzen, zu wissen, dass Gott Jesus nicht am Kreuz geblieben ist. Deswegen haben wir hier ein leeres Kreuz und kein Kreuz, wo Jesus dran hängt, sondern Jesus ist auferstanden und er ist wahrhaft auferstanden. Und Jesus, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du auferstanden bist. Und ich danke dir, dass du all das für mich und für uns getan hast, damit wir leben, damit wir Hoffnung und Freude haben. Und ich spreche heute neu Hoffnung und Freude in euer Leben hinein, weil Jesus lebt. Er lebt, er lebt in uns, er lebt in euch und er will uns heute neue Zuversicht, neue Freude und Hoffnung schenken. Danke, Jesus. Danke von ganzem Herzen. Wir loben, wir ehren, wir preisen dich. Amen. Ja, ich möchte euch ganz herzlich alle begrüßen. Wer ist denn heute zum ersten Mal hier? Ja, ganz herzlich willkommen an alle. Und ich möchte euch nur ganz kurz noch mitteilen, dass am kommenden Samstag unser Heilungsgottesdienst leider nicht stattfinden kann, aus diesen aktuellen Gründen. Und möchte euch jetzt ermutigen, eure Herzen weit für die Auferstehungskraft zu öffnen. Die Auferstehungskraft von Jesus Christus wird heute neu in eure Herzen kommen. Diese Auferstehungskraft soll lebendig werden in eurem Alltag. Ihr sollt in eurem Alltag 365 Tage erleben, wie die Auferstehungskraft in euch lebt. Und ich möchte euch einen Ostersegen mitgeben und möchte euch ermutigen, eure Herzen weit zu öffnen. Vom Suchen zum Finden, vom Erstarren zum Aufbrechen. Vom Weinen zum Lachen, das Leben blüht auf. Nach der Angst kommt der Mut, nach der Verzweiflung die Hoffnung. Nach der Nacht der Tag, das Leben bricht auf. Durch den Abstand kommt die Nähe, durch die Frage die Antwort. Durch die Trauer die Freude, das Leben blüht neu auf. Das ist Ostern, immer wieder im Kleinen und immer wieder im Großen. Gott schenkt dir zum Blühen seinen Segen. Gott schenkt dir, dass du diese Auferstehungskraft empfangen kannst und in dir leben lässt. Amen. Er ist auferstanden, Gemeinde. Ich glaube, ab und zu vergessen wir, dass er auferstanden ist. Durch die ganzen Situationen, durch die ganzen Infos, durch die ganzen Informationen, die wir haben, durch die ganzen, den Weg, den wir gehen, vergessen wir, dass er lebt heute noch. Halleluja. Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schau deine Nachbarn an, nicht deine Familie, dass du hast schon heute aufgestanden und die war schon in deinem Frühstücktisch heute. Vielleicht habt ihr schon geärgert oder nicht. Schau einfach die anderen, die du nicht gesehen hast und sag, hey, schön, dass du da bist. Schön, dass wir da sein. Schön, dass wir einfach hier sein dürfen. Einfach in diesem offenen Himmel und diese Sonne einfach Gott loben und preisen. Und einfach zu bestätigen, dass Jesus auferstanden ist. Heute, ich werde viel, ich weiß nicht, wie viel werde ich einfach sagen, er ist auferstanden. Manchmal, wir brauchen es Christen, einfach diese Schütteln, hey, Jesus lebt noch. Weißt du das? Oh, ja, er lebt noch. Ostern endet nicht mit einer Beerdigung. Halleluja. Heute ist keine Beerdigung. Interessant, dass meine erste, weil in Brasília wir sind ein bisschen so anders, bisschen, na?
Und Freitag für uns, es ist nicht, wir, Freitag bei uns bedeutet gar nichts. Hier bedeutet Karfreitag, wir haben auch Karfreitag, aber das feiern wir nicht in der Gemeinde. Und dann bin ich in Indien, als ich war, und das erste Mal, da ich habe gesagt, okay, Freitag ist Arbeitstag. Und die Leute haben so, die Mitarbeiter, die Inder haben so einen Schock mit mir gehabt. Was? Was kannst du machen? Das ist Karfreitag. Ich sage, oh, okay, das Moment, ich muss gucken hier. Oh, stimmt. Und dann sage, wir sind in dem Tag, wir machen gar nichts. Wir leiden, wir weinen. Und dann sage ich, aber warum weint ihr? Weil Jesus geht durch die Schmerzen und er stirbt. Ich sage, hä? Aber er ist schon gestorben, er ist auferstanden. Ja, aber du verstehst nicht, am Freitag ist wieder. Sag, nein, er ist schon auferstanden. Und da war unsere Diskussion in der Woche. Und dann ihr kennt Adayut und ich, Adayut, haben angefangen, Freitag zu singen und zu waschen, die ganze Missionsstation und sauber machen. Und dann sagt, Halleluja, der Herr ist auferstanden, heute ist Putztag. Und machen wir alle, was dreckig ist, alles sauber, der Herr ist auferstanden. Und die haben richtig einen Schock und die war sauer mit mir, weil ich habe nicht verstanden. Weil der Herr ist auferstanden. Ich brauche nicht mehr Freitag leiden. Weil er es schon gemacht. Aber ich erinnere mich, was er durchgegangen ist für mein Leben. Er ist durch einen schwierigen Weg für mich getan. Und da ist der Tag, wo ich einfach denke, Menschen, er hat einen hohen Preis für mich bezahlt. Deswegen darf ich heute hier sein und von euch springen und sagen, hey, er ist auferstanden. Amen. Das sollen wir nicht vergessen, Gemeinde. Das sollen wir nicht einfach hinter uns lassen und durch die ganze Situation, die uns herum ist, einfach rauben diesen Wissen, diese Bezeugung, die wir haben, dass Jesus auferstanden ist. Jeden Tag, egal in welcher Situation. Ich weiß, das mache ich mal. Wir gehen durch andere Situationen, wir gehen tief und hoch. Höhe. Ja, aber wir sollen nicht vergessen, dass Jesus lebt. Und er gibt mir neue Kraft. Er schenkt mir neue Leben jeden Tag. Osten endet nicht mit einer Beerdigung. Halleluja. Heute ist keine Beerdigung. Sondern mit einer Party, weil er auferstanden ist. Wenn du Fisch essen möchtest, dann isst du Fisch. Wenn du Fleisch essen möchtest, isst du Fleisch. Er ist auferstanden. Die Hauptsache endet in einer Party. Halleluja. Ich war das erste Mal in Deutschland für meine erste Beerdigung hier. Und ich habe gesagt, wie kann das die Leute nach der Beerdigung gehen zu essen und trinken? Das ist ein Tag zu trauen, zu weinen, nicht essen. Auch in Beerdigung gibt es Feier. Na? Wir erinnern, wie gut war das Leben mit der Person. Und dann essen wir und trinken wir, aber für mich war ein Schock. Ja, Kultur, ne? Kulturelle. Bei uns nichts gekocht, den ganzen Tag fasten. Und, oder kommt jemand und bringt Essen. Oder du isst gar nicht, du in zwei Tage. Und dann kommt in Deutschland, sagt Kaffee und Kuchen. Essen und dann Kaffee und Kuchen. Ich sage, my goodness. Die Leute haben keinen Respekt für den Tod. Die essen da. Es ist wichtig. Und deswegen heute, wir essen. Heute gab es kein Abendmahl. Wir müssen absagen, das Abendmahl. Aber heute dürfen wir auch feiern, weil Jesus auferstanden ist. Und ich wünsche mir, dass er in deiner Familie, in deinem Leben auch auferstanden ist. Heute. Jesus trat in den Tod ein und den Tod zu Toten. Seine Fessel zu entwurzeln, den Tod zu überwinden, um die Auferstehung, das Leben zu sein. Er habe gesagt, ich bin die Auferstehung, das Leben. Ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Glaubst du an Jesus? Dann fang an zu leben, bitte. Lass uns gemeinsam fangen an zu leben. Lass uns einen neuen Stil von Leben haben. Lass uns Freude verbreiten. Lass uns Liebe verbreiten.
Lass uns einfach diesen Jesus, der auferstanden ist, einfach jeden Tag in unserem Leben haben. Vielleicht fragst du, wie kann das sein, Vicente? Bei mir ist so viel Streit. Bei mir, ich leide gerade mit Schmerzen. Bei mir ist, läuft nicht gut. Es ist möglich. Wenn Jesus kommt, dann wirst du leben. Er schenkt Leben. Er schenkt Vergebung. Er schenkt neue Motivation. Er schenkt neue Hoffnung. Es gibt einen Tag, wo du so bist, und den anderen Tag, kennt ihr schon das? Manchmal bist du in 2, 3 Tagen, legst du so, hast keine Kraft, gar nicht, keine Lust. Aber dann kommt irgendwie eine Kraft wieder hinein und du stehst auf und boah, heute ist gut, Halleluja. Habt ihr schon das gehabt? Jesus lebt. Der Heilige Geist ist da. Er erneuert in uns wieder Kraft. Er gibt uns neues Leben. Und da wünschen wir, oder da wünsche ich für uns als Gemeinde, einfach, dass wir nicht vergessen, dass Jesus auferstanden ist. Und er soll jeden Tag in meinem Leben auferstanden sein. Oder auferstehen. Ne? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ihr Lieben, wir predigen nicht einen Christus, der lebendig war und nun tot ist. Nein, Jesus ist nicht tot. Sondern wir predigen einen Christus, der tot war und lebendig geworden ist und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist, was wir predigen. Das Jesus, der auferstanden ist. Jesus ist auferstanden, Gemeinde. Ich möchte mit euch diese Geschichte in Matthäus Kapitel 28, Vers 1 bis 6. Lass uns jetzt diese Geschichte hören. Aber nach dem Sabbat, in dem Morgen, Dämmerung der ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen, und sehen, das geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz, und seine Kleider weiß wie Schnee. Aber aus Furcht von ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber hob an und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, Halleluja, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hatte. Kommt her, sehe die Städte, wo der Herr gelegen hat. Er ist auferstanden. Die sind gekommen, er war nicht mehr da. Halleluja. Das heißt, ihr Lieben, dass er lebt. Das heißt, dass er läuft mit dir. Das heißt, dass er ist hier heute. Kannst du ihn spüren? Ich spüre ihn hier, weil er ist hier. Er sagt in seinem Wort, wenn 2 oder 3 meinen Namen kommen, dann bin ich in eurer Mitte. Er ist hier, in unserer Mitte. Und er feiert mit uns heute. Die Auferstehung ist eine Geschichte, Fakt. Er war nicht scheintot, er ist am 3. Tag wahrhaftig, sichtbar auferstanden. Und in Paulus sagt uns ganz klar, in 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8, denn als Erste habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach den Schrift. Und dass er begrabt worden ist und dass er auferstanden ist am 3. Tag nach den Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den 12. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben.
Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir. Halleluja. Paulus, die Apostel, die Zwölf, alle haben Jesus gesehen. Ja, Liebe, das ist ein Fakt. Die Geschichte ist real, ist Realität. Die Menschen können sagen, was sie wollen, aber das ist passiert. Jesus ist auferstanden und er lebt. Er lebt. Und nicht nur Paulus habe ihn gesehen, er war nicht der Letzte. Ich habe viele Menschen, andere danach haben ihn gesehen. Ich selber habe ihn gesehen. Ich habe die Erfahrung mit Jesus. Ich habe ihn gesehen, als ich nur 12 Jahre alt war, nur wie, so wie mein Sohn Jonathan. So alt wie Jonathan war ich. Als ich saß in dieser Gemeinde, das erste Mal kam in diesen Gottesdienst. Und da saß ich und höre die Predigt. Und dann plötzlich das Ende der Predigt, dann sind wir da aufgestanden. Und dann der Pastor sagt, jetzt, ich habe einfach die Menschen vorbereitet für diese Zeit mit Jesus, diese Begegnung. Und plötzlich sehe ich, dass jemand kommt zu mir, ein Mann gekleidet, mit Weiß gekleidet, so wie Schnee. Sein Gesicht war so wie Licht, wie ein Blitz, ich konnte nicht sehen. Aber dieser Mann kam zu mir und ich war in Schock. Ich war perplex, ich konnte nicht mich bewegen. Und ich nur habe geguckt, er kam neben mir und er macht seine Hand auf meine Schulter. Und ich stehe da und gucke ihm nur. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Aber ich habe keine Angst. Ich habe nur dieses Gefühl, es ist schön, hier bei ihm zu sein. Ich kenne ihn nicht, aber ich irgendwie etwas in mein Herz, in mir, sage, ey, das ist schön, das ist eine schöne Geborgenheit. Und ich stand da und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann der Pastor sagt, jetzt, ich möchte die Frage, wer möchte Jesus in ihr Herz jetzt nehmen? Erhebe eure Hände. Und dann, dieser Jesus habe meine Hand so gemacht, weil ich war einfach so wie unter Narkose, ich konnte mich nicht bewegen. Und er hat meine Hand hoch und ich habe gesagt, ja, ich möchte Jesus haben. Und als ich die Augen zugemacht, der war nur nicht mehr da. Und ich gucke runter, hinter und dann die Seite und die andere Seite. Ich sah ihn nicht mehr. Aber ich habe ihn gespürt in meinem Herz. Er war so warm, er war so wie Feuer. Er war schön und ich habe einfach geweint. Und ich habe gesagt, ich gebe mein Leben zu dir, Jesus. Ich gebe mein Leben zu dir. Sei mein Herr, ich schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens. Und die Leute haben gesehen, dass der Junge da weint und er habe keine Kontrolle mehr auf sie. Und er weint. Und ich konnte nicht mehr stoppen. Und der Pastor hat mir genommen in eine andere Saal und hat mir gefragt, was ist los. Und ich habe gesagt, ich sah einen Mann, einen Mann mit einem Licht. Wer ist dieser Mann? Wo ist er? Und ich habe mir gefragt und dann habe sie kapiert, dass Jesus war. Und dann habe ich gesagt, das war Jesus. Ich habe Jesus gesehen, erleben. Halleluja. Und das möchte ich euch auch, Gemeinde, ermutigen und einfach euch erinnern, dass Jesus lebt. Er lebt. Er kann in deiner Familie leben. Er kann in deinem Leben heute leben, wenn du möchtest. Jesus lebt. Durch die Auferstehung hat Gott für uns in Christus den Sieg vollbracht. Amen. Sieg über die Sünde. Die Macht der Sünde ist durchbrochen. Halleluja. Wissen ihr das? Es ist durchbrochen. Sie haben keine Macht über uns. In Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 11. Da wir diese erkennen, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Halleluja. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und ich bin mit Christus gestorben. Bist du auch? Wenn du mit Christus gestorben bist, dann bist du auch mit ihm auferstanden. Amen. Denn was er gestorben ist, ist er
ein für alle Mal die Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber leben in Christus Jesus. Sünde ist seit dem Sündefall eine reale Macht. Jesus hat diese Macht gebrochen. Ein Christ kann noch sündigen, muss er aber nicht mehr. Halleluja. Die Sünde hat keine Autorität mehr über dein Leben. Weißt du das? Du kannst auch Nein sagen, wenn du möchtest. Du kannst kämpfen und sagen, Herr, gib mir deine Kraft. Ich kämpfe, ich möchte nicht. Ich sage Nein. Sünde, ich sage Nein für dich, weil Jesus auferstanden ist und er hat dir die Autorität gegeben. Er hat die Sünde gesiegt. Er darf in Freiheit leben durch das Siegenwerk Jesus. Halleluja. Du darfst in dieser Freiheit leben. Siege über die Sünde bedeutet, dass Satan Macht überwunden ist. Halleluja. Satan ist wohl noch der Fürst dieser Welt, aber seine Macht ist gebrochen. Er hat keine Macht über dich. In 2. Kolosser 2, Vers 15, er hatte die Mächte und Gewalten in ihre Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Halleluja. Hey, Gemeinde, Jesus lebt. Jesus lebt. Er lebt in dir. Er lebt in mir. Lass uns nicht vergessen. Weil er gesiegt hat, haben wir Glauben auf eine solide Grundlage. Haben wir Glauben in eine solide Grundlage. Und das ist unsere Grundlage, dass Jesus lebt. Und hier haben wir unseren Glauben fest. Durch den Wort Gottes leben wir. Und da können wir hier heute stehen und sagen, ey, ich freue mich, dass Jesus auferstanden ist. Halleluja. Weil er gesiegt hat, sind unsere Werke für Gott nicht umsonst. Alles, was wir investieren, ist nicht umsonst. Alles, was wir tun, ist nicht umsonst in der Gemeinde, Jesus. Alles, was in was wir arbeiten, ist nicht umsonst, weil Gott hat gesiegt. Jesus hat gesiegt und er hat uns mit uns dieses Sieg geteilt. Halleluja. Weil er gesiegt hat, ist unsere Predigt kraftvoll, fruchtbar und effektiv. Halleluja. Es Leben. Wenn du öffnest deinen Mund, dann ist Leben. Menschen sind begegnen. Menschen spüren das, weil Leben ist. Wenn du das zumachen, ist nur ein Buch. Wenn du das offen, ist Leben hier. Leben ist da für mich und für dich. Weil er gesiegt hat, ist unser diesbezügliches Zeugnis wahr. Ey, es ist wahr, Jesus ist auferstanden. Weil er gesiegt hat, werden die in Christus schlafen, in Herrlichkeit auferstehen. Das ist die Hoffnung, wenn du stirbst. Wenn du mit Christus stirbst, werdest du in Herrlichkeit auferstehen. Dann hab keine Angst vor dem Tod. Hab keine Angst. Weil er gesiegt hat, hat der Tod nicht das letzte Wort zu dir. Hab keine Angst. Weil er gesiegt hat, garantiert er uns wahre und volle Freude in diesem Leben und in der Zukunft. Halleluja. Er garantiert Freude, wahre Freude. Es ist nicht die Freude, die du einfach durch Spaß hast. Für ein paar Minuten, für ein paar Stunden. Nein, für ein paar Tage. Nein, mit Jesus gibt wahre Freude. Weil er gesiegt hat, wird unsere letzte Adresse nicht das Grab sein, Halleluja, sondern in der Himmel. So, freue dich, wenn du heute stirbst.
dann bleibst du nicht in diesem Grab da. Deine nächste Adresse ist Himmel. Halleluja. Aber bist du bereit heute? Wenn Jesus dir ruft, bist du bereit heute? Weißt du, wohin gehst du heute? Würdest du bei ihm sein? Würdest deine Adresse Himmel sein? Oder wird deine Adresse anders sein? Ich möchte, wenn heute mir sagt, ey, deine Zeit ist gekommen, ey, ich möchte im Himmel sein. Weil er ist auferstanden. Jesus lebt und er ist auferstanden. Halleluja. Weil er gesiegt hat, hoffen wir auf besseren Tag, auf in einen schwierigen Moment, den wir heute durchmachen müssen. Ihr Lieben, Jesus lebt und er habe die Kontrolle über die ganze Sache. Nicht die Menschen. Die Menschen wissen gar nicht, in welche Richtung gehen wir. Die wissen nicht, ihr kann sehen, die ganze Welt ist durcheinander, weil die haben die Kontrolle nicht. Aber Jesus doch, er habe die Kontrolle über die Menschheit. Er weiß genau, was wir brauchen. Und ich sage euch, die Situation heute in unserer Welt ist eine Ermahnung, Gott zu sagen, hey, komm zurück zu mir, weil ich komme wieder. Ich komme wieder. Er habe die Macht, Jesus ist auferstanden. Und heute vielleicht werden Menschen lachen und sagen, nein, das ist nicht wahr. Eines Tages zu spät für diese Person. Er ist auferstanden, ihr Lieben. Und das, weil er lebt und er gesiegt hat, ich vertraue, dass wir werden bessere Tage haben in unserem Leben. Weil er gesiegt hat, brauchen wir nicht in Angst leben, denn Jesus ist der Herr über die ganze Schöpfung. Halleluja. Ich möchte dir einfach ermutigen. Ich weiß nicht, wie du jetzt durch diese ganzen 6 Monate jetzt, wir sind nicht in 6 Monaten, ja, ich bin schon in Juni. Ich weiß nicht, wie war für dich diese Zeit oder wie ist dieses Jahr für dich überhaupt. Ey, ich möchte dich einfach sagen, Jesus ist auferstanden. Er ist das Gleiche. Bitte, vertraut ihm. Vertraut ihm. Er habe die Kontrolle der Situation. Er habe die Kontrolle auf dein Leben. Er weiß genau, was du brauchst heute. Und ich bin ganz sicher, dass er möchte, dass wir als Gemeinde hören. Ich bin auferstanden, Gemeinde. Wie Petra gesagt hat, er hängt nicht mehr in einem Kreuz. Er ist nicht mehr tot. Er ist nicht Jesus, die Menschen kommen da vorne und gucken, oh, armer Jesus. Nein, er ist gesiegt. Er ist der Herr. Er ist unser König. Er lebt. Und er kann dir dein Leben heute in dein Leben aufstehen. Und mit diesen Worten, ich möchte einfach euch segnen. Lass uns aufstehen. Und ich möchte dich einfach, dass du einfach in dir hineinschaust. Dass du einfach siehst, Herr, wo bist du in mein Leben? Ich möchte heute, dass du in mein Leben bist, sein und dass du in mir aufstehst. Dass du in mir heute leben. Gib mir neue Hoffnung. Ich möchte nicht mich verlieren in die ganze Situation heute. Ich möchte einfach das Wissen haben, dass du lebst und du wirkst heute noch. Gemeinde, Jesus Christus ist auferstanden. Vater, danke, dass du auferstanden bist. Danke, Vater, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass die Welt heute dich erkennen. Dass du dein Leben gegeben hast, Herr, dass wir ewige Leben bekommen können. Danke, dass du so sehr die Welt geliebt hast, Herr, dass du deinen einzigen Sohn uns geschickt hast. Dein eingeborener Sohn, du schenk uns. Du hast uns geschenkt, uns gesendet, dass er für uns sterben, Herr. Danke, Herr. Da, durch dein Leid und durch deine Opfer sind wir geheilt und empfangen wir neues Leben. Empfangen wir
ewiges Leben. Danke. Du bist der Herr. Du bist der Herr. Und wir preisen und loben deinen Namen. Halleluja. Danke, dass du hier bist, Herr. Und danke, dass du deine Gemeinde liebst. Halleluja. Amen. Gemeinde, Jesus ist auferstanden. Halleluja. Und ich wünsche euch einfach ein gesegnetes Osterfest. Singen, tanzen, feiern mit eurer Familie. Diesen Tag, ist auferstanden. Amen. Die Gnade unserer Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch, jede von euch heute. Diese Kraft der Auferstehung soll in euch sein, jeden Tag. Amen. 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 Ihr Lieben, ich nehme euch in Armen. Gott segne euch und ein gesegnetes Osterfest. Einfach feier mit Freuden. Halleluja. Amen. Amen. Gott ist gut.